Okay, hi, Bronco hier mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute in diesem Video um das Thema Zoom beim ja, iPhone angelassen. Also ich habe ja das iPhone 14 neu bekommen und ich habe ein bisschen, ja, was soll ich sagen, so mich ein bisschen mit eingefuchst und sowas. Und eine Sache, ja, wie soll ich sagen? Eine Sache, die mich vorhin wirklich gestört hatte, also da musste ich wirklich ins Internet und erstmal gucken, war das hier. Also, es gibt hier so diese Einstellung, die heißt Zoom bei Bedienungshilfen. Und zwar, wenn man auf Zoom klickt, jetzt ist es noch aus, aber pass mal auf, wenn man es anklickt, dann ist alles groß. Ja, und jetzt wissen viele nicht, wie sie da rauskommen. Und zwar steht bei der Beschreibung, dass man dreimal mit seinem Finger, machen wir mal so. Also, warte mal. Genau, dreimal. Also, du musst drei Finger benutzen, dass du da rauskommst. Und dann musst du mehrmals hintereinander mit drei Fingern tippen. Ey, da bin ich vorhin nicht rausgekommen. Da musste ich selber erstmal gucken und ja, eventuell hilft das den einen oder anderen, dass er das mal gesehen hat. Also, ja, ich weiß nicht, braucht man unbedingt Zoom? Ich glaube eher nicht, deswegen kann man das Ganze auch weglassen. Okay, ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen geholfen und danke fürs Zuschauen und eventuell sieht man sich im nächsten Video wieder.